Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Parkbauprojekt Jurassic Island. Beim letzten Mal haben wir diese Lagune gebaut für unsere ersten Wassersaurier. Und jetzt bauen wir direkt beim nächsten Bereich weiter. Dafür vergrößern wir natürlich als allererstes wieder die Insel, und zwar um ein ganz schön großes Stück. Denn ich habe hier was Großes geplant. Was genau das ist, das werdet ihr dann gleich noch sehen. Ich habe auch mir nur so einen groben Plan gemacht, so ganz genau wusste ich es noch nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass in der Mitte der Insel dann später auch das Ganze so ein bisschen erhöht ist vom Terrain, damit das so aussieht, als wenn es halt in der Mitte so einen Berg dann gibt. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal ganz viel Terrain angehoben. Und dann so ein bisschen geguckt, welche Form an Berg mir denn so ganz gut gefällt. Natürlich sollten auf den Berg auch noch verschiedene Besucherattraktionen kommen und ja, Ausguckpunkte und auch Dinosaurier und andere Lebewesen. Deshalb habe ich jetzt hier erstmal so ein paar Ebenen eingezeichnet. Und auf diese Ebenen werde ich dann gleich auch noch ein paar Gebäude und Besucherattraktionen zum Beispiel bauen und auch das ein oder andere Gehege planen. Als allererstes wollte ich jetzt aber erstmal eine Jurassic Tour einzeichnen. Dabei finde ich es immer relativ wichtig, dass man die von vornherein plant, damit die Strecke später auch sinnvoll ist und dann auch eine schöne Tour ist, die nicht zu lang ist, nicht zu kurz und von welcher man dann auch eine schöne Aussicht hat und auch einen schönen Einblick auf die Gehege, die dann ja hier dann noch hinkommen werden. Jetzt kann man sogar schon sehen, was ich hier links auf diesem Berg dann geplant habe, nämlich ein unsichtbares Aviarium. Das gibt es nämlich mittlerweile auch mit einer Mod, was dann ganz cool ist. Dann fliegen da halt die Flugsaurier frei herum. Und normalerweise lasse ich ja die Dinosaurier oder Lebewesen halt erst am Ende frei, immer mit euch gemeinsam. Aber ich wollte natürlich später dieses Brutgebäude dann auch noch entfernen, damit da nur Natur ist und die dann halt in so einer Berglandschaft rumfliegen. Und deshalb muss ich die jetzt schon freilassen, damit ich sie dann gleich wieder löschen kann, das Gebäude, und die Flugsaurier dann dort drin herumfliegen. Ihr seht das jetzt auch, das Gebäude habe ich wieder entfernt. Ich habe übrigens dort drin Pteranodons und Sungarypterus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, habe ich dort freigelassen. Das waren, glaube ich, auch so insgesamt um die 10 Stück, vielleicht 12 oder so, also 10 bis 12, glaube ich. Und jetzt ging es natürlich auch noch darum, das Terrain in diesem Bereich dann auch zu gestalten, so ein bisschen. Da habe ich mich erstmal so ein bisschen schwer getan mit diesen Fischfiedern, weil wenn man die in das Wasser platziert und dann das Wasser wieder entfernen will, dann hat man da wirklich so einen großen Radius, wo man das halt nicht mehr entfernen kann. Aber der Trick ist einfach, so ein bisschen Wasser nur stehen zu lassen und dann diese Fischfieder einfach im Nachhinein dazu platzieren. Dann kann man die auch in kleinere Wasserbereiche platzieren. Und dann hat man noch mehr Möglichkeiten, das Terrain dort außen herum zu bearbeiten und die Landschaft so ein bisschen bergiger zu gestalten. Ich glaube, ihr könnt das schon ganz gut sehen. Diese Folge besteht halt sehr viel daraus, dass ich das Terrain anpasse und halt so einen Berg entstehen lasse. Aber ist ja logisch, ne? Wenn man viel mit Höhenunterschieden arbeitet, dann muss man natürlich auch dort viel anpassen, damit es dann auch natürlich aussieht und nicht so aussieht wie so ein mega künstlich angelegter Berg.
um den Berg herum sollte dann natürlich auch wieder viel Wald kommen. Den habe ich dann hier schon mal eingezeichnet. Und dann kamen auch schon die ersten Felsen. Und davon werden noch einige kommen. Das könnt ihr mir glauben. Also das ist jetzt wirklich erst nur der Anfang. Mein Ziel war es aber auch, dass das später so eine richtig schöne felsige Landschaft ist, wo dann die Flugsaurier überall landen können und drumherum fliegen. Ich finde es halt auch besonders cool, diese Optik, dass die Flugsaurier halt in so einem Berggipfel rumfliegen, ohne dass da ein Käfig drum ist. Das ist ganz cool. Und die Besucher sind dann halt durch diese Tourfahrzeuge vor den Flugsauriern geschützt. Ich weiß, das ist nicht ganz realistisch, weil die könnten ja sonst wohin fliegen in den Park und auch allgemein komplett wegfliegen. Aber ich wollte es halt mal ausprobieren. Also ich fand es eigentlich ganz cool, die Idee. Und ich finde das halt auch optisch mega schön, wenn die halt nicht in so einem Käfig gefangen sind. Und jetzt habe ich angefangen, schon mal so die ersten Pflanzen dazwischen einzuzeichnen. Habe das erstmal so gut wie es geht versucht mit diesem Pinseltool zu machen. Erstmal, weil es natürlich schneller geht und weil man dann auch weniger Objekte verwendet, weil durch dieses Pinseltool entstehen ja keine einzelnen Objekte. Das ist dann immer ganz praktisch, gerade auch für die Performance. Und ich wollte da auch so ein bisschen von den Bäumen her in so eine andere Richtung gehen. Also gerade in diesen Berggipfel wollte ich halt das Ganze so ein bisschen mehr so, ja, Tannen, Nadeln, ich weiß nicht, so in diese Richtung. Das fand ich eigentlich ganz passend. Seht ihr jetzt ja gerade so ein bisschen Redwood Trees und umgefallene Baumstämme. Ich denke, ihr könnt das gleich ganz gut erkennen, in welche Richtung ich da gehe. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nicht, aber ich fand es halt optisch ganz cool. Und ich wollte halt auch so ein bisschen Abwechslung haben, dass es so ein bisschen wie ein anderes Biom wirkt. Ich glaube, man sieht jetzt schon ganz gut, wie viele Objekte ich hier schon verbaut habe. Und das ist ja erst die linke Seite von dem Berg, die rechte kommt ja auch noch. Und natürlich auch noch hier dieser Außenbereich, wo ich jetzt gerade anfange. Das muss auch alles noch mit Felsen vernünftig eingekleidet werden. Also da sind noch viele Objekte, die ich hier platzieren werde. Aber ich wollte jetzt auch nicht geizen. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Parkbauprojekt, wo ich die Limits teste. Also ich will halt das Spiel hier auch so ein bisschen ausreizen und an seine Grenzen bringen. Und dann für die nächsten Parkbauprojekte weiß ich halt, inwiefern ich da auch sparsam sein muss, was Objekte und sowas angeht und auch was die Parkgröße dann angeht. Weil jetzt gerade baue ich ja einfach drauf los und lass mich halt überraschen, inwieweit das Ganze hier noch funktionieren wird.
Hier an dieser Stelle, wo sich die Strecken kreuzen, habe ich mich auch noch dazu entschieden, dort Felsen dazwischen zu machen. Aber ich wollte allgemein noch so ein paar Hotspots auf die Strecke einbauen, die dann auch spannender und interessanter aussehen. Und ist natürlich cooler, wenn man dann noch so Felsen zwischen hat, als wenn man einfach nur eine stumpfe Dirtstrecke halt hat. Ist halt immer cooler, wenn man so an Klippen, Schöndichte und sowas vorbeifährt. Und ich hatte auch im Kopf noch so ein paar andere Sachen, vielleicht mal zu versuchen, einen Tunnel zu bauen oder sowas. Wäre ja vielleicht auch möglich gewesen, aber ich kann schon mal spoilern, das wird in dieser Folge nicht mehr geschehen. Vielleicht dann irgendwann anders mal. Und ja, es tut mir auch leid, dass ich jetzt hier nicht so viel zu erzählen habe. Aber ja, ist halt gerade auch relativ viel Felsarbeit und sowas. Das ist halt alles relativ gleichbleibend, sage ich mal. Ich habe da auch immer den gleichen Stil beibehalten. Also mal diese dunklen Felsen so ein bisschen kombiniert mit diesen helleren Felsen. Das fand ich dann optisch immer ganz schön. Und dann habe ich auch noch die ein oder andere Pflanze dort mit eingebaut, also so ein bisschen grün. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem leider nicht ganz so erfreulichen Realtime-Part, denn ich glaube, ich habe mittlerweile das Spiel, was das Modding angeht und sowas und die Objekte hier, an seine Grenzen so ein bisschen getrieben. In der letzten Folge hatte ich auch schon Probleme mit dem Speichern, ich kann euch das mal zeigen. Hier geht nämlich gefühlt gar nichts mehr, also das Menü ist hier komplett kaputt und verbuggt, weil ich glaube ich so übertrieben habe und hier wird auch gar nichts mehr angezeigt, wenn ich irgendwo drauf gehe. Da hatte ich aber schon Probleme beim letzten Mal. Das habe ich aber ausgetrickst. Ich kann euch auch zeigen, wie. Nämlich habe ich hier bei Gameplay den Intervall für automatisch Speichern einfach runtergestellt auf 5 Minuten. Und dann habe ich das Ganze halt mit automatischen Speicherständen weitergebaut. Ja, das ist halt nicht das Problem, warum ich das Projekt jetzt abbrechen muss. Also ich muss es abbrechen, es tut mir wirklich leid. Weil ich habe jetzt noch folgendes Problem. Oh, jetzt ist das Game gecrashed, glaube ich. Nee, ist es nicht. Okay, geht noch. Denn ich habe folgendes Problem. Wenn ich jetzt hier weiterbauen möchte und sobald ich auf dieses Tool öffne, oder auf dieses Tool klicke, wollte ich sagen, und das ich öffnen will, crasht das Game. Und kaputt. Spiel abgestürzt. Sehr, sehr schade. Das heißt natürlich für uns, dass wir jetzt leider an dieser Stelle nicht mehr weiterbauen können. Ich zeige euch trotzdem mal, was ich hier noch so geplant hatte. Oh, ich kann nicht mal mehr hier draufklicken. Okay, das Game crasht sogar dann. Ja, dann können wir nicht mal mehr mit der Tour rumfahren. Okay, ich klicke am besten gar nichts mehr an. Ich zeige euch das einfach mal aus der Luft, was ich geplant hatte. Also eigentlich sollte die Jurassic Tour halt hier losfahren. Dann hier erstmal den linken Weg nehmen. Und dann hier in die Kurve einbiegen und dann einmal hier rumfahren. Schön um diese Felslandschaft mit den Flugsauriern, die frei dort herumfliegen. Das fand ich eigentlich ganz cool als Idee. Und dann ging es natürlich hier dann wieder zurück und dann in die rechte Spur. Und dann sollte hier hinten noch ein Gehege kommen für kleine Fleischfresser. Welche da reinkommen sollten, das weiß ich leider noch nicht. Oder wusste ich leider zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Aber ich wollte das ja auch alles noch mit Felsen einkleiden und alles schön gestalten. Hier natürlich auch alles mit Felsen einkleiden. Und hier wollte ich eigentlich noch so einen kleinen stillgelegten Vulkan machen draus. Also dass hier nochmal so eine Vulkanspitze ist. Und das hätte, glaube ich, als Mittelpunkt für diese Insel richtig cool ausgesehen, wenn man hier nochmal einen schönen Vulkan gehabt hätte. Aber Leute, so ist das leider, wenn man mit Mods arbeitet. Dann kann sowas schon mal passieren, dass dann ein Savegame nicht mehr funktioniert oder das Spiel ständig abstürzt, weil es halt nichts Offizielles ist. Und ja, ich habe ja auch schon relativ viele Mods installiert und so ein bisschen Limit-Testing gemacht. Also ich habe sehr groß geplant und gebaut und viele Objekte verbaut. Deswegen habe ich halt schon so ein bisschen an dem Risiko gelebt, dass es irgendwann nicht mehr gehen sollte. Das ist natürlich jetzt echt schade, weil ich dieses Projekt wirklich sehr cool fand. Aber vielleicht kommen ja nochmal irgendwann Updates für die Mods und dann geht's wieder. Dann werde ich es auf jeden Fall weiterbauen. Aber jetzt machen wir nochmal so eine kleine Parktour, würde ich sagen, von dem, was wir schon gebaut hatten. Sonst wäre das ja auch alles umsonst. Hier ist unser erstes Gehege mit Triceratopsen und normalerweise Baby-Triceratopsen. Sind aber gerade wieder ganz normale Minmis, weil ich halt viele Mods deinstalliert hatte, um das Problem zu finden. Hat aber leider nicht geklappt. Ich zeige euch nachher auch noch Bilder, wo man dann die Babys sieht. Hier vorne wäre dann auch nochmal ein cooler Turm gewesen. Da werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr raufklicken können, dann crasht bestimmt das Game. Ich glaube, egal was ich anklicke, das Game crasht. Deswegen zeige ich euch mal so das Ganze aus der Sicht. Kann man wirklich komplett das Gehege sehen. Das ist eigentlich ganz cool. Und hinter diesem Turm geht es dann in unseren nächsten Parkbereich. Da fliegen wir mal hier durch ein Waldstück. Und dann kommen wir hier vorne einmal zu einem Mitarbeiterweg, der schön versteckt ist als Waldweg. Und zu so Besucherläden, wo dann die Leute nochmal was essen können, sich hier schön in die Mitte setzen können zwischen den Palmen. Und dann kommen sie zu unserer Lagune. Das hier finde ich auch besonders cool mit den Bäumen, dass man hier so um die Ecke kommt und dann revealed sich so nach und nach die Lagune. Das finde ich sehr nice. Und dort kann man dann mit etwas Glück auch unsere Unterwasserbewohner zu Gesicht bekommen. Hier gibt es auch noch mal ein paar Toiletten und Hotelanlagen. Da kann man sich dann auch hier oben schön in den Pools chillen, so mag ich es ja am liebsten. Und dann hat man perfekten Blick auf unsere Lagune. Das ist natürlich auch immer mega schön. Hier geht's dann auch nochmal hinab. Kann leider nicht tiefer fliegen. Die Kamera ist hier auch verbuggt. Hier sind nochmal ein paar Besucherläden und Sitzmöglichkeiten. Und dann hat man hier vorne auch nochmal, erstmal da in der Ecke nochmal Sitzmöglichkeiten und hier nochmal einen schönen Ausblick von nächster Nähe auf die Lagune. Ich fliege jetzt auch einfach nochmal hoch, dann seht ihr das mal von oben. Oh, guck mal, da ist sogar der Chrono gerade. Beide Chronos. Das ist ja cool, wie die so durch die Wasseroberfläche schimmern. So, jetzt seht ihr es aber mal von oben. So sah das Ganze fertig aus. Und dann ging es halt schon zu unserem Bereich, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt allgemein nochmal von oben an. So in der Übersicht. So mal so weit raus, wie es geht. Also kann man das ganz gut erkennen. Also hier unten war halt der erste Hafen geplant. Da das erste Gehege. Da die Lagune. Ich wollte hier hinten am Rand auch noch eigentlich irgendwas bauen. Später. Und dann hier als Mittelpunkt von der Insel war halt dieser Vulkan geplant. Und hier noch mehrere Gehege. Die Jurassic Tour. Und hier wollte ich nochmal so ein paar kleinere Inseln vormachen, also die auch dazugehören, aber nicht direkt damit verbunden sind. Vielleicht hätte ich die dann mit einer Brücke oder so verbunden. Das war so ein bisschen der Plan, also sowas in der Art, solche kleineren Inseln noch davor packen. Das hätte, glaube ich, ganz cool ausgesehen. Und hier hinten auf der Rückseite wäre auch noch ganz cool gewesen, hätte man da nochmal so einen kleinen Dockbereich gemacht. Oder vielleicht auch ein Airfield, das hätte ich auch noch cool gefunden. Das hätte ich auch noch als Idee gehabt. Vielleicht hier auf dieser Seite oder sowas nochmal so ein Landeplatz oder eine Landebahn. Und das wäre dann halt eigentlich der Plan für mein fertiges Jurassic Island gewesen. Kann man machen, nix. So ist das, wenn man mit Mods arbeitet. Ich hatte trotzdem eine Menge Spaß mit diesem Projekt. Ich hoffe ihr auch. Und ich habe übrigens die Dinosaurier noch nicht benannt gehabt.
Deswegen kann ich das jetzt auch nicht mehr tun, weil ich halt nicht mehr speichern kann. Tut mir sehr leid, auch wenn ihr Namensvorschläge geschrieben hattet. Aber Leute, das war's mit Jurassic Island. Leider ein doofes Ende, aber wir haben wenigstens mal so ein bisschen die Grenzen getestet. Und ich finde, das ist uns auch ganz gut gelungen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, auch wenn es ein bisschen enttäuschend ist. Und ich blende euch jetzt nochmal ein paar schöne Bilder ein von unserem Jurassic Island.